Tja, hallihallo, Dienstag 18 Uhr und jawohl, ihr seid richtig hier im Sony Web Talk. Ich freue mich, dass ihr wieder so zahlreich erschienen seid und mit mir die nächste Stunde hier ganz gemütlich mit dem Marc plaudert. Der Marc Bremer ist heute bei uns zu Gast und ja, ist der einzige, soweit wir wissen, der einzige zertifizierte NBA-Fotograf, wird uns eine Menge drüber erzählen. Er war mit der Kelly Family auf Tour, auch da wird uns wahrscheinlich eine Menge erzählen. Und bevor wir gleich den Marc hier reinholen, möchte ich wie immer an dieser Stelle unseren wunderbaren Sergej vom Sony-Team reinholen, denn der liebe Sergej, der wird die ganze Sendung wie immer im Hintergrund bei uns sein und eure Fragen direkt beantworten oder an mich weiterleiten. Sergej, sag hallo. Da ist er. Ja, hi Steffen, hi alle Zuschauer da draußen. Ich freue mich wieder hier zu sein. Die letzten paar Wochen war ich ja abwesend im Urlaub und desto mehr bin ich heute gespannt auf einen Talk mit Marc. Wie Steffen schon sagte, soweit ich das richtig im Kopf habe, der einzige deutsche NBA-akkreditierte Fotograf, der wird uns sicherlich einige tolle Sachen erzählen, aber auch zum Thema Video, weil das natürlich in letzter Zeit immer wichtiger wird und er das auch, sage ich mal, ausgeweitet hat. Ich bin gespannt, was er zu erzählen hat. An alle Zuschauer, stellt Fragen in den Chat. Ich werde sie an Steffen bzw. Marc weiterleiten. Und ja, ich wünsche allen viel Spaß beim Talk. Danke, mein Lieber. Ja, also, ihr habt gehört, ich bin sehr gespannt auf die Geschichten, die Marc zu erzählen hat. Ich war auf seiner Webseite unterwegs, sind tolle Sachen zu sehen. Und ja, wir stören ihn heute ein klein bisschen im Urlaub. Er sitzt nämlich gerade in Thailand, abends um 11 irgendwann, in der Tiefe der Nacht und wartet auf uns. Und damit er nicht zu lange warten muss, da würde ich ihn gerne reinholen. Lieber Marc, herzlich willkommen bei uns in unserem schönen Sony Web Talk. Ja, jetzt, du musst doch dein Mikrofon scharf stellen. Im Moment hören wir dich noch nicht. So. Nee, ich höre dich immer noch nicht. Hat eben in der technischen Probe geklappt. Marc, probier's noch mal ein bisschen. Nee. Mikrofon unten. Hast du das Mikrofon entstummt sozusagen? Ah, jetzt. Nee, immer noch nicht. Ich dachte, ich hätte was gehört, Marc. Jetzt aber, guck mal. Jetzt müssen ja, kommen, jetzt kommt es langsam. Genau, ja, wunderbar. Jetzt höre ich dich. Ja, dann, Steffen, vielen, vielen Dank für das nette Intro und einen wunderschönen guten Abend. Marc, ich habe gerade erzählt, wir stören dich so ein klein bisschen im Urlaub. Wie viel Grad habt ihr es gerade in der Nacht? Ich glaube, jetzt gerade sind es immer noch knapp 30. Also hier ist permanent warm. Sehr gut, sehr gut. Und wann geht's wieder nach Hause? Übermorgen geht's zurück. Also dann geht's am Donnerstag hier früh los und dann 12 Stunden Flug zurück mit 2 Zwischenstopps. Ja, kann man machen. Kann man machen, genau. Marc, ja, ich würde einfach mal anfangen, dass wir so ein bisschen auf deiner Webseite rumstöbern und mal gucken, was du so treibst. Und ja, wir sind hier auf, für alle, die parallel auch hier zuschauen, die gucken auch gerne immer auf dem zweiten Monitor, den wir ja alle haben, auf der Website unserer Gäste rum. Wir sind hier bei mb-mediaworld.de. So heißt deine Firma. Da finden wir am Anfang, ihr seht jetzt hier die Webseite, ein Bild von dir und natürlich hier unten auch schon jede Menge Kunden, und zwar große Namen. Wie lange bist du eigentlich schon im Business? Ich meine, so Kunden wie Allianz, Puma, Columbia, die kommen ja auch nicht über Nacht. Ja, ist schwierig zu sagen, ehrlich gesagt. Ich habe mit 16 rum immer mal angefangen, nebenbei so ein paar Fotos zu machen. Habe eigentlich was komplett anderes gelernt. Aber immer was hast du denn gelernt? Fotografie gemacht. Ich habe Versicherung und Finanzen dual studiert und 9 Jahre in der Versicherung gearbeitet. Ja. Herrlich. Irgendwann natürlich nur noch Teilzeit und dann ein bisschen runtergebrochen. Und 2018 habe ich mich dann komplett selbstständig gemacht mit meiner eigenen Firma. Und ja, scheinbar hat es ganz gut funktioniert. Okay, das heißt also, du hattest immer schon die Idee, in die Fotografie zu gehen oder hast quasi hobbymäßig nebenbei fotografiert und dann irgendwann ein paar Kunden schon gehabt und dann die Entscheidung getroffen oder gesagt, ich mache mir selbstständig und besorge mir die Kunden? Es ist eigentlich ganz lustig, jetzt wo du gerade
runtergescrollt hast auf der Website, ja, ist das Bild von KF drauf. Das ist ein Stück noch höher. Rechts, da, genau, rechts. Ja, rechts. Da, genau, ja, ja, genau. KF. KF war damals, als ich ihn getroffen habe, das ist jetzt fast 10 Jahre her, da hat der gute Kai noch Videos gemacht. Und ich war damals noch mit einem Kollegen unterwegs und wir haben Musik gemacht. Und da hat ein Freund von mir gesagt, ja, lass uns doch mal so ein Musikvideo machen. Und der gute Kai hat es gedreht. Da war der 16 oder so. Und dann habe ich mir nach dem Dreh gedacht, ja gut, komm, also du machst schon so lange irgendwie Bilder nebenbei, was der kleine Mann kann, kann ich auch. Und habe mir eine Kamera gekauft. Und dann habe ich das Ganze so ein bisschen ernsthafter angefangen. Ja, und lustigerweise, genau das, was du gerade zeigst, ist ein Konzert. Da kam ich aus Los Angeles zurück, als ich das erste Mal in L.A. war. Und genau an dem Abend habe ich sein Konzert fotografiert. Also wir haben nach 8 Jahren, glaube ich, die Rollen getauscht. Er ist jetzt mittlerweile sehr erfolgreicher deutscher YouTube-Musiker. Ja, und ich irgendwie Fotograf. Und wir haben uns auch, irgendwie sehen wir uns jedes Jahr nochmal auf irgendwelchen Konzerten und sprechen immer darüber, wie lustig das war vor 10 Jahren, dass die Rollen getauscht waren. Ja, und so hat das irgendwie so ein bisschen den Drive bekommen. Und ja, dann habe ich mich wirklich ernsthaft mit Fotografie und Filmen beschäftigt. Und ja, hat er scheinbar. Und wenn du sagst, ernsthaft beschäftigt, heißt, alles, was du kannst, hast du dir selbst beigebracht. Genau, richtig. Ja. Also YouTube-Videos, Workshops, Assistenzen auch? YouTube, Assistenzen auch, natürlich, Freunde, alles zusammen. Also auch die Idee, wie ich damals meine Firma gegründet habe in 2013, was ist jetzt, 9 Jahre her. Das war auch so ein Tag, da habe ich gedacht, komm, dann geh jetzt einfach mal zum Gewerbe und hol dir ein Kleingewerbe und guck mal. Deswegen ist auch so Media World entstanden, als so ein bisschen dieses Gesamtbild aus, ein bisschen Grafikdesign, ein bisschen Fotos, Videos, so dieses Gesamtbild. Ich wollte nicht dieser XY-Fotografie, also gar nicht böse gemeint, aber das war nichts, was zu mir gepasst hat. Ja, und so hat das Ganze angefangen. Und ja, dann habe ich irgendwie angefangen, noch mehr YouTube, noch mehr Tutorials, noch mehr mich mit Leuten unterhalten, die schon länger fotografieren, schon länger filmen und gucken, dass man so viel aufsaugt, wie es geht. Ja, und einfach immer weiter daran gearbeitet und geguckt, was man noch verbessern kann. Irgendwie musst du jetzt zu deinen ersten Kunden gekommen sein. Bist du akquirieren gegangen richtig oder war das wirklich so ein Selbstläufer für dich, bei dir? Einer meiner längsten Kunden ist Stefan Stürmer. Ich weiß nicht, ob den ein paar Leute kennen, aber es ist so ein Mallorca-Sänger. Witzigerweise war das mein Fußballtrainer. Und ich habe den quasi von der Pike auf mit begleitet, weil er dann beim Training immer gesagt hat, Jungs, muss kurz telefonieren, Bild Mallorca ist dran. Und dann während des Trainings einfach telefoniert mit der Zeitung oder mit irgendwelchen Fernsehsendern. Und so hatte man natürlich direkt einen ganz guten Kontakt und einen ganz guten Draht, um da einen Einstieg zu finden in die vor allem Videowelt. Und darüber sind dann viele, viele Folgeaufträge gekommen. Also ohne Stefan wäre ich auch nicht da, wo ich jetzt bin, weil da viele Zahnräder wirklich ineinander gegriffen haben, die nachher Türen geöffnet haben und die auch Früchte getragen haben. Also auch die NBA ist ein Teil mit auf Stefans Schultern gewachsen. Ja, das ist verrückt. Ich habe da neulich gerade mit jemandem drüber gesprochen, dass man dieses Glück erst im Nachhinein so richtig fassen kann, wenn man sich mit anderen unterhält. In dem Moment, wo man diese Kontakte hat, ist das für einen so selbstverständlich, weil man denkt, ja, den kenne ich doch und das ist jetzt nichts Großes. Aber irgendwann machst du so riesige Jobs, du ja auch NBA und Co. Und das ist dann ja, das ist so gewachsen und normal. Und wenn man aber zurückblickt, denkt man, ey, was war das doch? Was ist das für eine wichtige Schnittstelle in meinem Leben gewesen, ne? Irgendwie. Ja, total. Also das mache ich auch oder ich versuche es mir das jedes Mal auch wirklich wieder vor Augen zu führen, zu gucken, wo kommst du eigentlich her? Also deswegen, ich fange es gleich an zu gewittern, geil. würde ich halt auch niemals irgendwie jemand anderem so eine Chance verbauen. Also ich bin so ein Mensch, ich lebe so ein bisschen nach dem, ich nenne es mal immer amerikanisches Prinzip. Wenn ich jemanden cool finde, dann gebe ich dem auch alles, was ich kann. Also alle Netzwerke, alle Kontakte, dann nehme ich die mit und versuche die Leute auch zu integrieren, weil man mir auch geholfen hat. Und ich finde das immer sehr, sehr wichtig. Und ich meine,
es gibt immer jemanden, der ist besser. Natürlich, selbstverständlich. Wir sind alle nicht die Könige der Welt. Das ist immer so. Aber wir machen alle unseren Job gut. Aber warum soll ich jemand anderem eine Chance verbauen? Die hat er genauso verdient wie ich. Mir wurde geholfen, dann helfe ich dir auch. Und wenn man zurückblickt, hat man, glaube ich, ganz oft solche Momente. Also ganz oft solche Themen, wo dann durch nur ein Gespräch eine Tür aufgeht oder eben ein Auftrag zustande kommt, der dann nachher weiterführend in ganz andere Sphären liegt. Genau. Ich denke, ich sage immer, man verteilt auf der ganzen Welt so kleine Glücksmurmeln, weißt du? Und irgendwann trittst du da wieder rein. Also das ist, finde ich mal als Bild ganz, ganz witzig. Und dann merkt man, ach, guck mal hier, in die Glücksmurmel bin ich reingetreten, die habe ich irgendwann mal vor Jahren gesehen. Und ich glaube, man sollte dabei auch nicht immer unbedingt etwas erwarten. Also ich finde, dieses Geben ist viel, viel wichtiger. Und man sollte nicht immer nur geben, weil man dann was erwartet. Manchmal dauert das auch, dass bestimmte Kontakte sich auch erst sozusagen Jahre später auszahlen. Ne? Dann kommt plötzlich der eine Anruf, der in einer Woche alles verändert. Und das ist ja irgendwie auch das Schöne in unserem Job. Und ich glaube, ich spreche da einfach mal für dich mit, dass du, das ist manchmal ein Anruf, da kommt ein Job, von dem du denkst, alter Falter, das ist wirklich, der ändert gerade das nächste halbe Jahr. So. Ja, absolut, absolut. Du hattest, ich habe es vorhin angekündigt, du bist einer der einzigen oder der einzige Fotograf, zertifiziert ist es nicht, sondern du weißt schon, akkreditierte Fotograf. Wie bist du dazu gekommen? Also wieso fotografierst du überhaupt NBA und für wen und wo und wie kam das? Lange Story oder kurze Story? Bitte die lange. Also musst es jetzt nicht mit jedem Komma erzählen, aber vielleicht kannst du zwischendurch mal so ein bisschen auch ein paar. Du hattest ein paar, hast uns ein paar Bilder mit rein. Ja, wobei ich habe ja auch schon noch einen Tab auf. Einen Tab kann ich hier noch zeigen. Da genau so. Das sind, ich bin leider wirklich nicht voll drin in dem Thema, die LA Clippers, richtig? Genau. Gegen die Brooklyn Nets. Genau, das Spiel war auch in Brooklyn, also in New York. Das war das letzte Spiel des Jahres 2021. Das war nämlich genau an Silvester. Und es sieht auch so aus, korrigiere mich, als hättest du, als wärst du da wirklich auch relativ dicht dran überall, ne? Ja, also NBA muss man wissen, das ist ein bisschen tricky. Man sieht im Fernsehen immer diese ganzen Floor-Spots unter dem Korb und denkt sich, geil, ich habe eine Akkreditierung, ich sitze unterm Korb. Nee. Also die einzigen, die da sitzen, sind Getty Images und die Ortszeitung. Der Rest sind alles irgendwelche Kameraleute oder irgendwelche Teamvertreter und sowas. Das heißt also, die Plätze sind sehr, sehr rar und normalerweise sitzt man am Arsch der Welt. weil ich das hier so sagen darf, aber ich glaube schon. Ist ja spät genug. Ne? Also normalerweise sitzt du irgendwo auf der Tribüne. Was man, finde ich, in solchen Sachen immer versuchen sollte, ist, sich cool zu stellen mit Menschen. Und das funktioniert in der NBA je nach Verein manchmal ganz gut. Und dann hat man die Möglichkeit, sich zum Beispiel auf einen freien Sitz zu setzen, der einfach nicht belegt ist. Und dann kann man da relativ nah dran. Das funktioniert mitunter. Für wen fotografierst du da? Im Endeffekt habe ich das mal angefangen, quasi für mich selber privat als Referenz zu benutzen. Aber mittlerweile verkaufe ich meine Bilder da auf Imago komplett. Und ich bin mittlerweile mit den LA Lakers und LA Clippers relativ eng verbandelt, als dass die Spieler dann meine Bilder benutzen und auch die Vereine. Also da habe ich mittlerweile relativ gute Kontakte geknüpft vor Ort. Sehr cool. Auch. Ja, um dann für die quasi zu arbeiten. Wie oft fliegst du rüber? Wie oft fotografierst du da? Das kommt ein bisschen drauf an. Also jetzt im Moment ein bisschen weniger. Jetzt ist es so ein-, zweimal im Jahr. Ich bin auch schon 3-4 Mal im Jahr rüber geflogen. Das kommt immer ein bisschen drauf an, wie die Spiele sind, wie die Flüge sind. Also natürlich muss ich das in erster Linie erstmal selber bezahlen. Von daher ist es ja auch immer so eine Frage, ob sich das gerade lohnt. Aber so ein-, zweimal im Jahr eigentlich fliege ich. Hast du denn da schon so einen Spielplan, wo du sagst, okay, die Spiele sind jetzt interessant, weil du musst natürlich auch gucken, dass du die Bilder verkaufst und hey, bei euch geht's ab. Das ist
Regenzeit in Thailand. Ich hoffe, sehr schön. Also du musst ja auch gucken, dass du die Bilder verkauft kriegst. Also wirst du wahrscheinlich nur die Vereine sozusagen oder zu den Spielen gehen, wo du wahrscheinlich auch ein bisschen was erwartest. Das heißt, du musst dir eigentlich auch alle, du musst voll drin sein im NBA-Thema und musst wissen, wie die Tabelle steht und was könnte spannend sein. Genau, also für mich ergibt am meisten Sinn die Los Angeles-Ecke. Also L.A. ist jetzt nicht die schönste Stadt der Welt, aber es gibt 2 Profivereine vor Ort. Das heißt, wenn ich eine Woche hinfliege, sind mit Glück 4 Heimspiele, vielleicht sogar 5, weil die halt alle 1 bis 2 Tage spielen, manchmal 3 Tage. Das heißt, also man hat da eine relativ dichte Menge an Spielen auf kurze Zeit. Und dann versuche ich das natürlich so effektiv wie möglich zu nutzen. Also was ich auch schon gemacht habe, ist nach L.A. zu fliegen, dann direkt nach San Francisco weiter, quasi vom Flughafen in die Halle, von der Halle wieder zurück zum Flughafen, dann nach L.A. und dann, hör auf. Aber das geht halt auch, weil von L.A. vieles sehr kurz, über kurze Wege erreichbar ist. Also kurze Wege in Anführungsstrichen für Amerika-Verhältnisse. Und so, dass du halt in L.A. auch die coolsten Spieler hast, sage ich mal, mit LeBron James, jetzt bei den Clippers mit Russell Westbrook, der eigentlich immer ganz gut zieht, und Kawhi Leonard. Das heißt, also, du hast auch in diesem Ballungsgebiet so die größten Spieler. Von daher ist das eher so der Fokus, wo ich hingehe. Was ist denn dein Equipment, wenn du so ein Spiel begleitest hier? Womit arbeitest du? Ja, da habe ich meistens 2 Kameras dabei. Das ist eigentlich eine Alpha 7 III, 2 Stück davon. Und dann halt 71-200, beziehungsweise ich habe sogar mal eine Zeit lang 70 bis 180 probiert. Das funktioniert eigentlich auch. Und dann irgendeine kleine Linse, also entweder 24 mm fest oder 35, dass man auch ein paar coolere Sachen machen kann. Also das, was du jetzt gerade zeigst, sind halt alles so ein bisschen diese klassischen Sportbilder, sag ich mal. Ja, ja. Ich kann dir mal kurz zeigen. Ja, genau. Dann ich mach mal meinen zu und dann kannst du uns ja mal ein paar noch zeigen. Genau. Hier kommt immer die Frage, du lebst nicht in Thailand, ne, Marc? Du wohnst, wo wohnst du eigentlich? Zwischen Bonn und Köln wohne ich. Zwischen Bonn und Köln. Schön, genau. Rheinland. Ist das Rheinland? Ja, genau. Ist Rheinland. So, ich kann ja hier mal ganz kurz durchgehen. Ja, mach mal. Also das ist jetzt ein 70-200 Bild. Ganz geil übrigens, in Amerika dürfen die tatsächlich die Blitze benutzen und die sind in den Decken montiert. Also da gibt es den einen oder anderen Fotograf, der hat einen Blitzauslöser. Und dadurch ist jetzt in dem Bild auch oben diese Linie entstanden. Ja. Ich habe das bis heute nicht verstanden, warum die das dürfen, aber sie dürfen es. Ja, ich weiß nicht, du kannst ja gleich mal was dazu sagen. Also ich weiß es, hier in Deutschland sind die Hallen recht dunkel. Und wenn du dann noch Bewegung einfrieren willst, also mit einem Tausendstel fotografieren musst, dann wird es auch schon langsam schwierig. Wie sind denn deine Einstellungen dort? Ist das sehr hell in so einer Halle? NBA-Hallen also sind in der Regel schon recht hell. Es sei denn, du bist vor dem Spiel da sind sie dann wieder verhältnismäßig dunkel. Aber ich glaube, das sieht man hier gleich auch nochmal auf den Bildern. Also das hier ist jetzt ein Bild von vor dem Spiel. Da kann ich zum Beispiel bei den Lakers auch immer auf den Court drauf. Das heißt, da bin ich dann wirklich neben den Spielern. Und kann da auch wirklich ganz coole Sachen machen. Hier recht close bei Steph Curry. Witzige Situation auch aus dem Spiel raus. Das heißt, was sind so deine Einstellungen jetzt bei so einem Shot? Das dürfte zwischen 800, also 800 oder 1000 Sekunde Auslöser sein. Ohne Blitz und ISO, bis wohin gehst du bei der 3 immer? Ich bin ungefähr bei 1000. Je nachdem. 1000 ISO. Das geht ja. Je nachdem auch. Ja, total. Wird die ja gerade warm erst. Genau. Das Bild ist jetzt auch in dem NBA-Ordner tatsächlich drin. Hat eine kleine Geschichte. Die NBA hat letztes Jahr in Abu Dhabi das erste Mal ein Freundschaftsspiel, sogar 2 an der Zahl, in den Emiraten ausgerichtet. Und da war ich zusammen mit, ich glaube, 12 Influencern eingeladen, diese Spiele zu begleiten. Mit allen möglichen Veranstaltungen drumherum. Das heißt, also das hier ist da aus dem ersten Tag mit Giannis Antetokounmpo beim Interview.
Da konnten wir halt wirklich auch komplett nah dran und die Jungs begleiten bei allem, was sie getan haben. Zum Beispiel auch hier mit Shaquille O'Neal durch die Wüste fahren auf dem Quad. Ich glaube, davon träumen ganz, ganz viele Leute. War eine sehr lustige Erfahrung, muss ich sagen. Der arme Kerl hat kaum auf seinen Quad gepasst. Aber ist halt eine absolute Basketball-Legende. Ja. Genau, die Jungs hatten dann hier auch zwei Spiele direkt hintereinander. Das war ganz, ganz geil. Das hier ist jetzt von vor zwei, drei Wochen. Da war ich nochmal das letzte Mal in L.A. Das ist im Spielertunnel. Das heißt also, man kommt auch wirklich so nah dran, wenn man denn die Leute alle kennt und mit denen cool ist oder mit Russell Westbrook direkt daneben sitzt, während der seine Dehnübungen macht. Mhm. Also es ist keine gestrandete Robbe, das ist Russell Westbrook. ja, das ist halt so ein bisschen. Das Bild wollte ich eigentlich mal zeigen, weil ich es auch wichtig finde, manchmal einfach andere Sachen zu machen, die halt nicht so konventionell sind. Also hier habe ich zum Beispiel mir einen Filter auf die Linse geschraubt. Das ist so ein bisschen FX-Filter, der so diese... Ah, okay, verstehe, genau. Ja. Soll. Ja, also das ist jetzt nicht das klassische Sportbild, was du eigentlich hast, aber es ist einfach ein cooles Foto. Wo kommt der Rauch her? Das ist so eine Routine, die LeBron James vor jedem Spiel macht. Der wirft so ein bisschen Magnesium in die Luft. Ah, okay. Und ich wollte halt unbedingt von dieser Routine mal so ein Foto haben. Ja. Ist, glaube ich, auch ganz, ganz cool geworden. Ja, das hier ist dann natürlich von unterm Court gewesen, oder unterm Korb besser gesagt, in Abu Dhabi. Da durfte ich das dann auch mal. Und dann halt auch Weitwinkel, große Bilder hier mit Tiffenfilter auch drauf für die Lichter. Also ich versuche halt immer so ein bisschen alles anders zu machen und versuche halt auch so ein bisschen individueller zu sein als diese ganzen klassischen Sportfotografen. Ich gar nichts dagegen, überhaupt nicht, aber also wäre jetzt nicht mein Anspruch. Würdest du sagen, dass sich diese besonderen Fotos dann auch besser verkaufen, wenn du dir das mal bei dir in der Statistik anguckst? Oder ist es tatsächlich so, ich weiß es von anderen, die sagen, ja, das ist schön Philippans fürs eigene Ego, aber verkaufen tun sich doch immer noch die klassischen. Das mag auch gerne so sein. Ich glaube das auch tatsächlich. Nur meine posten die Spieler. Und das ist dann eher was für mein Ego. Ich verstehe, ja. Also wenn dir das passiert, dass du bei einem Spiel bist und fotografierst das Spiel und achtest ein bisschen mal auf das, was drumherum passiert. Mhm. Und nachher kommen die Spieler zu dir und sagen, ey, geile Fotos, kann ich die haben? Oder das sind die einzigen, die Spieler auch reposten. Mhm. Dann ist das schon so ein bisschen ein Ritterschlag. Also ich meine, es sind viele gute Jungs da unterwegs, auf jeden Fall, und gute Mädels. Ich durfte auch in Abu Dhabi eine der wenigen Frauen aus der NBA kennenlernen. Mhm. Auch eine grandiose Fotografin, die macht auch Paris Saint-Germain und Co. Aber halt Sportfotografie in ganz, ganz klassisch. So ein Bild, wie es theoretisch jeder andere auch machen kann. Und ich versuche halt für mich immer so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal zu finden und zu gucken, kann man das nicht noch irgendwie ein bisschen anders machen? Der Franz fragt gerade, verkaufst du denn eher im deutschen Raum oder eher in den USA? Nee, eher Deutschland. Also Bild-Zeitung, Express, sämtliche Sportzeitungen, Sportportale. Also das ist eher so das, wo meine Bilder gekauft werden. Okay, das heißt also, wir hatten ja vorhin ganz, ganz kurz vor der Sendung schon mal so ein bisschen kleinen Smalltalk. Du hast auch für RTL 2 zum Beispiel viel gearbeitet. Also wenn ich jetzt höre, irgendwie der Mallorca-Sänger RTL 2, du hast ja überhaupt keine Berührungsängste, im Gegenteil. Das sind so, du wirfst dich da voll rein. Ja, natürlich. Also man muss jetzt auch sagen, ich bin tatsächlich mit einem von den Trash-TV-Promis sehr, sehr gut befreundet. Ist auch mein Trauzeuge. Welcher denn? Halt so erzähl. André Mangold ist tatsächlich... Oh, den Namen habe ich schon mal gehört. Ich habe keinen Fernseher mehr, aber André Mangold habe ich schon mal gehört, den Namen, ja. Auch Ex-Basketballer. Also auch da schließt sich dann wieder der Kreis. Also von daher, nee, ich glaube, es gibt nichts, wo ich mich nicht dran traue, sage ich mal, oder nichts, wo ich jetzt so ehrfürchtig vor den Leuten stehe und mir denke, boah, ihr seid so cool. Also natürlich habe ich auch meine Top 5, wo ich denke, okay, Alter, die würde ich gerne mal kennenlernen oder mal gerne fotografieren auch tatsächlich. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt hast du eine Tür aufgemacht. Ich wusste, dass das kommt.
Also tatsächlich Platz 1, LeBron James, habe ich mir ja schon erfüllt. Ja. Roger Federer würde ich tatsächlich sehr gerne mal kennenlernen. Ja. Bastian Schweinsteiger ist auch okay. So ein bisschen ja. Held seit Kindertagen. Also ich bleibe jetzt so ein bisschen in der Sportlerschiene. Michael Schumacher ja. und Dirk Nowitzki. Also das sind so meine großen fünf. Ich glaube, der könnte dir Ripke, der hat alle Handynummern von denen. Ich glaube auch, ja. Muss ich mal an Ripke ranwanzen. Ja. Also ich bin mit Basti Schweinsteigers Bruder ganz gut. Ja, da wirst du genau an ihn auch nochmal rankommen, meine Güte. Ja. Genau, du warst für RTL, hast du die Doku über die Kelly-Family begleitet. Und ich bin alt genug, dass ich die Kelly-Family noch kenne, bevor sie erfolgreich war, nämlich als sie noch in den Fußgängerzonen getingelt haben. Und ich kann mich erinnern, das war Anfang der 90er. Die hatten immer so einen doppelstockroten Bus und sind von einer Stadt zur anderen. Und ich konnte wirklich überhaupt nichts mit denen anfangen. Ich habe aber wahnsinnig bewundert, wie diszipliniert die waren. Und was die für eine Konsistenz, also die waren überall, gefühlt in jeder Stadt, die ich kannte, hast du Kelly Family Poster gesehen. Und das war vor ihrem Erfolg, also wirklich bevor die bekannt waren. Die mussten wirklich, mit diesem Bus und haben Plakate geklebt und sind aufgetreten in der Fußgängerzone. Ich dachte, Halleluja, was die da reißen, das ist wirklich beeindruckend. Und es ist irre, was haben wir jetzt 2023? Also wirklich, das ist ja 20, 30 Jahre her, gibt es die immer noch und offenbar gibt es immer noch Bedarf, über das Leben der Kellys irgendwas rauszukriegen. Erzähl mal ein bisschen davon. Ja, war auch eine ganz coole Situation. Also allein die Geschichte, wie das gekommen ist, war schon wieder so ein Zufallsprinzip-Ding. Von André habe ich ja gerade erzählt, der hat bei einem RTL2-Event so ein Kartrennen hat er mitgemacht. Ja. Und ich war dabei zum Fotos machen. So, wer auch dabei war, war Joey Kelly. Mhm. Und da habe ich halt so ein bisschen fotografiert und einen Tag nach diesem Event klingelt mein Telefon, war Joey Kelly dran. Oh, und sagte, wow. Ich brauche einen Fotografen, komm doch mal vorbei. Mhm. So, da habe ich erst gedacht, will mich da irgendwer verarschen, weil Joey Kelly, der Typ ist auf gefühlt 300 Millionen Events im Jahr. Mhm. Warum ruft er mich an? Ja, aber lustigerweise hat es dann rausgestellt, der wohnt 25 Minuten von mir weg. Mhm. Wir haben uns getroffen, haben ein bisschen uns ausgetauscht und er sagte, wir drehen eine Doku über die ganze Familie. Die sind alle ein bisschen verrückt. Ich bin der Normalste. Kommst du mit? Vor allem der Normalste. Also, Joey ist der, der durch die Wüste läuft, ne? Und alle abhängt. Und so. Genau, also so viel zum Thema normal. Ja. Also habe ich gesagt, cool, okay, machen wir. Und dann haben wir angefangen, quasi alle großen Stationen in Europa abzufahren, in denen die Kellys gewirkt haben oder wo irgendwas mit dieser Familie passiert ist. Also das heißt, wir waren in Rom, wir waren in Wien, wir waren in Paris, Amsterdam, Irland, Köln, Speyer und was weiß ich nicht alles. Ich glaube, das war's. Aber war halt unfassbar cool, auch wirklich mal diese Geschichte live mitzuerleben. Und waren dann halt immer so 3, 4, 5 Tage pro Ort. Du hast uns auch Bilder mitgebracht. Die ich musst du auch natürlich noch zeigen. Die muss ich natürlich zeigen. Genau. Und das ist eine Doku, die lief schon auf RTL 2. Genau, ja? Die lief schon auf RTL 2. Genau. Ich guck mal gerade so, was wir da haben. Ah, super. Warum macht er das jetzt so auf? Moment, Sekunde. Also, der ist wieder rausgesprungen. So. Jetzt aber. Zack, das ist ja weg. So. Alles dreimal wird gut. So, genau. Also, das war unverkennbar in Paris. Das war in Irland an den Cliffs of Moher. Da haben wir das Coverfoto von dem Album Over the Hump. Das war das eigentlich Coming-Out-Album quasi von The Kelly Family. Da sind sie so ein bisschen durch die Decke gegangen. Da haben die das Foto gemacht an genau dieser Stelle und da wollten wir das mal nachstellen. Ich glaube, das kommt hier gleich auch nochmal irgendwo. Ja, genau. Also so sah das dann hier ein bisschen trostlos und traurig aus, aber es war so kalt. Aber wer ist der Bärtige da links? Der Vater ist doch tot. Das, ja, genau, das ist Paul.
Paul Kelly. Das ist, der sieht quasi genauso aus wie der Papa. Er ist ja verrückt. Ist nur, ja, er ist nur ein bisschen jünger. Rechts ist Johnny, Kathy Kelly, ja, Joey und Jimmy. Und Maite war gar nicht dabei. Nee, genau, Maite war nicht dabei und Michael Patrick und Angelo nur teilweise. Hm. Ja, so sah das Ganze dann aus. Also hier in dem Fall, das war in Irland. Das hier hinten ist die Stadt Cork. Mhm. Quasi hier mit Filmteam und hier nochmal ein Filmteam und dann die ganzen Jungs und Mädels in der Mitte. Caroline ist diese hier, die hat eigentlich mit Musik, seitdem sie 18 ist, nicht mehr viel zu tun. Mhm. Wohnt jetzt in Brooklyn und ist da Krankenschwester. Mhm. Ja, ist aber extra für die Doku aus Amerika immer zu den einzelnen Spots gekommen. Wie man sieht, wurde es auch sehr emotional. Oh. Also es wurde viel geweint, es wurde viel gelacht. Das hier ist auch ein ganz, ganz interessantes Bild. Das ist an dem Grab des Vaters, meine ich. Mhm. Also selbst in diesen intimen Momenten sollte ich halt dann dabei sein und Fotos machen. Da, wo sich auch zum Beispiel alle Filmteams verdrückt haben, hatte Joey mich dann immer zurückgepfiffen. ja, also hier ist so mal ein bisschen kleiner Foto-Edit von Paris. Mhm. Also tatsächlich sind wir auch mit dem alten Doppeldeckerbus. Ach du Scheiße. Durch Europa gefahren. Ja, ja, ja. Geil. Der hat nochmal TÜV bekommen. Die haben den nochmal richtig fit gemacht. Und ja, der wäre uns auch, glaube ich, zweimal fast verreckt, dieser Bus. Aber er hat ja, da weißt du noch, warum ein Auto fährt an den Dingern. Ja, also das war ganz, ganz... Ja, genau, so sah der Bus aus, ich erinnere mich. Ja, genau. Und das hier ist in Spanien, das ist quasi in der Geburtsstadt von vier, glaube ich, der Kellys in Gabudal. Und da kam dann das ganze Dorf und das ganze Dorf hat mit denen mitgefeiert. Hm. Also das war richtig, richtig wild, wenn man es mal so sagen darf. Mhm. Wir haben dann hier so Schokolade mit Keksen für alle gemacht. Und ach, wie cool. Es war einfach echt eine lustige Zeit. Hier nochmal Back to the Roots. Zeigt die Kathy, wie die damals noch Wäsche gewaschen haben. Hm. Mit Mama und allem. Das war ganz, ganz geil. Und dann nach der Doku-Tour sind die auf Weihnachtstour gegangen. Und da war ich dann auch mit. Habe hier so ein paar Konzertfotos quasi noch mitgemacht. Genau, beim Barber waren wir in Amsterdam. Ach Gott. Da waren ganz, ganz, ganz wilde Sachen dabei und ganz viele, viele kuriose Momente, glaube ich, die aber wirklich alle sehr, sehr viel Spaß gemacht haben. Schön. Und, ja, ich selber war vorher auch nie so ein riesen Kelly-Fan, aber irgendwie hat das so ein bisschen... Ist das so ein ist mal, ja, das ist manchmal so das Ding. Ne? Ich habe... wie heißt der denn? Ach... war früher bei einer Boyband. Egal, manchmal lernst du dann auch Leute kennen, die du eigentlich so vom Fernsehen oder so, was man so in der Presse so sieht, überhaupt, wo man denkt, oh, werde ich mit dem warm? Und dann kommst du hin und dann sind es die liebsten Menschen und ja. Man ist dann total verzaubert und versteht dann, dass jeder irgendwie auch seine eigene Kunst macht und die einem ja nur auch nicht unbedingt gefallen muss. Aber es geht ja immer, das Menschliche ist ja immer. Also ich habe noch nie eine Kelly Family Platte gehört, aber gehört schon, klar. Aber ich bewundere die Disziplin und diese unglaubliche Arbeitsleistung auch. Das ist Wahnsinn. Apropos Arbeitsleistung, die Ute fragt, ob du all das, was du so machst, eigentlich immer alleine organisierst oder ob du irgendwie ein Team hast, das dich da unterstützt. Das ist eine gute Frage, Ute. Also tatsächlich meistens mache ich das alleine. Mhm. Mittlerweile habe ich den einen oder anderen, der mich bei ein paar Projekten unterstützt. Das alleine machen ist mir hier und da definitiv auch schon auf die Füße gefallen. Man kann es ja sagen, wie es ist. Also dass man dann irgendwie an Terminen irgendwo hängt oder es irgendwie zeitlich nicht hinbekommt, weil man ständig unterwegs ist, Sachen fertigzustellen. Von daher arbeite ich jetzt daran, zu dritt die Sachen zu machen, ist manchmal leichter. Ja. Ja. Du hast auch Video bei dir mit im Portfolio drin. Genau. Seit wann beschäftigst du dich denn mit dem Medium so? Also seit wann fängst du und wie bist du da reingestolpert? Ich habe ganz klassisch, glaube ich, wie viele andere Fotografen auch mit Hochzeiten ein bisschen angefangen. Und dann auch mit Hochzeitsfilmen. Mhm. Irgendwann waren mir dann diese Bräute ein bisschen zu anstrengend, sodass ich dann
umgeswitcht bin und mache eigentlich jetzt von, ich sag mal, Imagefilmen über kleinen Werbespots bis zu Musikvideos eigentlich so ziemlich alles, was man so an Videos machen kann. Mhm. Und das hat sich eigentlich im Laufe der Zeit so ergeben. Also dann hat man so ein Event und dann fragt jemand, kannst du auch noch ein Video dazu machen? Ja, okay, klar, kann ich. Und so tastet man sich dann ran, guckt, was man machen kann. Es hat jetzt sogar schon dafür gereicht für eine Nominierung zum Classic Echo neben Hans Zimmer in der Kategorie. Also nicht schlecht, nicht schlecht. Der Sergej, der hat uns hier auch in der Pipeline schon ein Video von dir vorbereitet. Wir gucken es uns mal an, dann kannst du uns ein bisschen was drüber erzählen. Was musst du machen? Ja, klar. Überall, doch viel zu wenig über uns, und dieses bisschen wird dann noch geteilt. Was einmal echt war, ist jetzt kalt, heute künstlich, früher Kunst. Wer Grenzen nicht bemerkt, geht oft zu weit. Wir haben tausende von Freunden, doch haben sie noch nie gesehen, denn viel zu gräbeln. Wir haben tausende von Träumen, doch verlieren das echte Leben. Es zerfällt zu Staub aus Nullen und Einsen. Ich brauche was zum Anfassen, dann kann ich wieder loslassen. Ich will mich nicht mehr anpassen, ich will mein Leben wieder selbst in der Hand haben. Denn wir trinken mehr und mehr in diesem kleinen Licht am Meer. Wow, okay, der Schlagzeuger hat es drauf, würde ich sagen. Doppel-Bass im Refrain. Gut, ja. Ja. Was war das? Was war das für ein Projekt und wofür? Der Schlagzeuger ist ein gutes Stichwort. Der liebe Julio war damals, als ich groß geworden bin, mein Nachbar. Lustigerweise. So, wo wir wieder ist du scheinst immer, wenn ich mal kurz unterbrechen darf, dein Leben lang zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Leuten befreundet zu sein, oft. Neben ihnen zu wohnen und so. Also da hast du offenbar eins der wichtigsten Gaben, die ein Fotograf haben muss, hast du da mit in die Wiege gelegt bekommen. Ja, irgendwie, keine Ahnung warum. Ich glaube, ich kann auch ganz gut mit Menschen. Hm. Und in dem Fall, ja, Julio war mein Nachbar. Wir haben uns irgendwann komplett aus den Augen verloren. Und dann mal bei irgendeinem Videodreh, ich weiß nicht mehr welcher, wieder getroffen, weil er der Schlagzeuger war. Also wirklich random, Zufall, komplett aus dem Nichts. Und dann hat er gesagt, hey, ich habe Bock, so eine Remix-Platte zu machen. Also der Song eigentlich ist von Johannes Oerding. Es geht natürlich ein bisschen musikalisch in eine andere Richtung. Und dann haben wir uns gedacht, okay, cool, ich supporte das, ich finde das geil. Ja, dann machen wir halt ein cooles Musikvideo dazu. Dann haben wir uns in Bonn so ein Studio gemietet mit diesem Regenthema und da gibt es so eine weiße Wand. Und eigentlich, wenn man es jetzt nur als Drehort sieht, nicht optimaler Drehort. Aber wir haben uns gedacht, komm, das kriegen wir schon hin und haben dann da, ich glaube, das ganze Video in 4-5 Stunden fertig gehabt. Ist jetzt natürlich auch nur in Anführungsstrichen Performance, aber das hat irre viel Spaß gemacht, auch mit dem Regen und diesem Wasserset. Und der Julio ist ja auch für nichts zu schade. Die ganzen Jungs haben sich einfach da ins Wasser gestellt. Wie habt ihr das Wasser denn darunter gekriegt? Also war das einfach mit dem Schlauch oder? Das ist so ein Regenset, das gibt es in dem Studio. Das ist aber in der Tat ein Schlauch, der an der Decke hängt, so ein bisschen gedreht. Und da kannst du verschiedene Radien von Wasser einstellen, sag ich mal. Also das ist echtes Wasser, es war auch wirklich nass. und die Jungs ist haben lange getrieft. Dein Equipment nass geworden? Nee, tatsächlich nicht.
zum Glück. Okay. Ich stand so ein bisschen davor. Auch die Frage, welches Equipment benutzt du beim Film? Ja. Auf jeden Fall Festbrennweiten. Also ich habe eine sehr offene 12 mm Linse, meine ich sonst. 24, 35, 85 und dann je nach Kamera, also entweder mit einer Red, mit einer Komodo tatsächlich oder was ich auch viel gemacht habe, ist auf der Sony Alpha 7 III. Mhm. Für mich eine der geilsten Allround-Kameras, um sowohl zu filmen als auch zu fotografieren. Ich finde die super dafür, also ohne dass das jetzt ein Sony-Talk ist, aber man kann es ja sagen, wie es ist. Ja, habe ich auch super viele Videos schon mitgedreht und auch wirklich größere Projekte damit abgedeckt, definitiv. Cool. Und dann halt, ne, so je nachdem, was man halt noch braucht. Also bei dem Video jetzt diese ganzen lilanen Lichter im Hintergrund, das waren meine kleinen, ja, so Stablichter, die habe ich da in den Hintergrund gepackt. Dann hatten wir vorne einfach zwei große Lichter und der Rest ist so ein bisschen Deko-Light, plus ein bisschen Nebel für das Ambiente. In dem Fall war viel Handheld, also wenig Gimbal oder sowas. Einfach um diese Dynamik. Ja, das darfst du. Ich glaube, bei der Dynamik ist es auch ganz cool, glaube ich, da ein bisschen Wackelkamera zu haben. Du hast sozusagen das ganze Set erarbeitet, das Drehbuch ist ja nicht, also aber schon die Idee mitentwickelt und dann auch geschnitten, richtig? Ja, ja, genau, absolut. Also das womit schneidest du dann? Ja, ich benutze immer die Adobe Suite komplett, also das heißt Premiere, After Effects und halt Photoshop in einem. In dem Fall ist es aber alles Premiere geschnitten, also da ist jetzt kein After Effects oder sonst irgendwas drauf, das ist eigentlich nur geschnitten, Color Grading über Premiere und ja, dann raus damit. Ja, gibt es denn irgendwas, was du, wo du sagst, ja, der Nils fragt das, wo du das Gelernte aus der Fotografie einfach so mit in den Film reinziehen kannst. Also wo du sagst, ach ja, ich meine, Kompositionsregel ist Kompositionsregel, ob im Foto oder beim Film. Ja, klar, also gerade Bildkomposition. Ich gucke natürlich auch immer auf der Kamera so, wenn das jetzt ein Foto wäre, wäre das geil oder nicht? Und wenn ich sage, ja, finde ich cool, finde ich geil, dann mache ich das auch so. Also ich habe damals auch mal meine Bilder hochgeladen bei, ich weiß gar nicht mehr, was das war, irgend so ein Fotoportal jedenfalls. Und da hatte ich mal so ein total cooles Langzeitbelichtungsbild, so ein bisschen schief im Horizont. Mhm. Und da hat mir der Typ gesagt, ja, nimm das sofort runter, das finden doch alle scheiße, weil das nicht der Regel entspricht. Und ab dem Moment habe ich mir gedacht, ja, okay, ich finde es aber cool. Also wenn das dein Problem ist, bitte, dann halt du dich an deine Regeln. Ich schaue einfach, dass ich so ein bisschen intuitiv einfach mache, wie ich es für richtig empfinde. Und entweder man mag das oder halt nicht. Aber ich finde, das ist auch so ein bisschen projektabhängig. Also wenn ich jetzt irgendwas Klassisches drehe oder filme, würde ich jetzt nicht anfangen, irgendwelche schiefen Perspektiven und irgendwelche witzigen drehenden Effekte oder sowas zu machen. Mhm. Aber ich finde, hey, wenn es so ein Musikvideo ist, ausprobieren, machen, also schlechter als schlecht kann es nicht werden. Ja, stimmt. Also das ist sowieso einer der Tipps, die ich hier auch mal ganz jungen Fotografen gebe. Ey, mach doch einfach. Scheiß doch drauf. Eben. Also es ist, du kannst ja nichts kaputt machen. Meine Güte, kann höchstens scheiße aussehen. Aber so richtig zerstören kannst du nichts. Also und auch selbst da gehen die Meinungen ja auseinander. Die einen finden es cool, die anderen nicht. Also ja, absolut. Ich habe hier ein Beispiel aus einem London-Trip vor ein paar Wochen, warte mal. Ich finde, es ist das perfekte Bild, was London in einem beschreibt. Ja, cool. Doppelbelichtung oder Spiegelung? Das ist mit einem Prisma fotografiert. Ja, okay. Also ich stand neben der Telefonzelle mit Blick auf den Big Ben und habe das Ganze dann durch das Prisma fotografiert. Ich finde, das trifft London perfekt in einem Bild. So, entweder man mag es oder halt nicht, aber einfach mal machen. So, das Gleiche habe ich dann halt auch versucht, zumindest so in etwa. Ich glaube, wo war es denn? Jetzt sind hier die ganz bloß die Fotos. Ich finde es, glaube ich, gerade nicht. Ich habe es jedenfalls bei einem Konzert dann auch versucht, über ein Prisma zu lösen. Hat auch zum Teil wirklich ganz gut geklappt. Also auch solche Sachen halt einfach mal machen und einfach mal ausprobieren. Ja. Ich kriege hier gerade noch den Hinweis, dass du auch Frauenfußball fotografierst. Wie kommst du denn dazu? Korrekt.
Ich kenne da einen. Du kennst da, du bist aus Versehen mit der Nationalmannschafts... Nee, erzähl. Aus Versehen, nein, genau, so ungefähr. Nee, ein Freund von mir ist Teamfotograf bei der SGS Essen. Das heißt, es ist einer der wenigen nicht lizenzierten Clubs, also nicht hier Eintracht Frankfurt und Co., die es noch in der Fußball-Bundesliga gibt. Ich glaube, es gibt zwei mit Turbine Potsdam und SGS Essen, die wirklich nur reine Frauenfußballvereine sind. Und der hat gesagt, ja, kommst du denn mal mit? Ja gut, also warum denn nicht? Und dann haben wir da halt ein paar Bilder gemacht und sind jetzt zu dritt tatsächlich und machen bei der SGS Essen die komplette Bildgestaltung in der Bundesliga. Also von Fotos über Filme, was auch immer, Reels für Instagram und all den Quatsch. Also machen da komplett die gesamte Schiene im Frauenfußball. Sehr schön. Und macht Spaß, offenbar. Ja, super. Also was ein bisschen traurig ist manchmal, ist natürlich, dass die Ränge leerer sind als bei den Männern, definitiv. Wobei jetzt der erste FC Köln es am vergangenen Wochenende gezeigt hat, man kriegt auch bei Frauen 38.000 ins Rhein-Energiestadion. Ja. Hat auch funktioniert. Aber ja, klar, das Thema ist natürlich noch ein bisschen hinten angestellt, sage ich mal, auch im Vergleich zu den Männern natürlich ein bisschen schwieriger. Aber es tut sich schon was, oder? Also ich ich bin, was Sport und Fußball angeht, so überhaupt nicht im Thema, aber ich kriege schon mit, dass es Frauenfußball gibt, dass es da auch Weltmeisterschaften gibt und dass das auch irgendwie populärer. Vielleicht ist es auch nur der Fokus, vielleicht wird auch nur mehr darüber berichtet. Aber es ist schon so, dass sich da doch schon was tut. Langsam, aber sicher kämpft sich der Sport vor, oder? Auf jeden Fall. Also das merkst du sogar, wenn du in den Stadien bist. Also es sind von Spiel zu Spiel auch immer mehr Leute da. Mhm. Natürlich, klar, je nachdem, wie interessant das Spiel ist. Aber doch, da tut sich eine Menge, auch Social-Media-technisch. Viele von den Mädels aus der Nationalmannschaft haben mittlerweile deutlich über 100.000 Follower. Sind also da auch irgendwo auf dem Vormarsch, sage ich mal. Können natürlich auch nebenbei kicken, so ist es nicht. Also man unterschätzt das, glaube ich, ganz, ganz oft als Mann, wenn man mit Fußball was zu tun hat. Ich selber habe auch recht hoch gespielt. Aber ja, dann hörst du dir so die Geschichten an von den Frauen, die leisten natürlich mehr auch als die Männer, weil die nebenbei noch arbeiten müssen, plus dann das gleiche Trainingspensum, 2 Einheiten am Tag und Co. Ist, glaube ich, in Deutschland noch ein bisschen underrated, aber das kommt. Ist denn Frauenfußball international? Also gibt es da so wie im Männerfußball auch in Europa oder international gesehen genug Mannschaften? Ja, absolut. Also du hast eine Champions League, du hast genauso Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, das gibt's alles. In Amerika ist das Ganze sogar noch ein Schritt fortschrittlicher, so rum. Da hast du auch an den Colleges schon sehr, sehr gute Trainer und auch schon ein sehr, sehr gutes Niveau, auf dem die Frauenmannschaften trainieren. Also habe ich in L.A. auch sehen dürfen. Ich bin ja so ein kleiner Sport-Junkie. Ich setze mich also auch den ganzen Tag einfach an so ein College und gucke mir den ganzen Spaß da an. Ach was. Und ja, absolut. Also ich liebe das. Und kann das halt, glaube ich, im Fußball auch so ein bisschen einschätzen, wie die da jetzt ein Niveau haben. Und da muss ich auch sagen, das ist echt mittlerweile in Amerika schon wirklich, wirklich gut. Ja. Die Frauenfußballbilder findest du übrigens noch nicht auf der Website, leider. Ja. Ich habe lange, lange nicht aktualisiert. Ich wollte gerade mal gucken, ob ich hier noch irgendwas, das fand ich ganz spannend. Das ist so eine College-Nummer gewesen. Also ja. Das war übrigens auch eine ganz witzige Story. Da war ich das erste Mal in Los Angeles. Ich war Teamfotograf in der Basketball-Bundesliga und einer von den Jungs von den Telekom Baskets hat eine Freundin, die Weitspringerin ist und die hat für Olympia trainiert mit dem schnellsten Sprinter von Gambia zusammen in Los Angeles. Und dann bin ich mit denen mitgeflogen, wir haben so eine kleine Doku gedreht und das war da an der Uni. Das ist die Cal Poly in San Luis Obispo und die Jungs, die haben da ein bisschen Football gespielt nebenbei. Und irgendwann kam ich halt so auf die Idee, von denen mal 3-4 Fotos zu machen. Da kommt man mit denen ins Gespräch, wenn man da 2 Wochen jeden Tag ist. Und habe ich denen gesagt, Jungs, habt ihr Bock auf ein Shooting? So, ja klar. Dann haben die hier einen Quarterback noch mitgenommen. Da haben die da zu dritt einfach so ein paar lustige Fotos gemacht. Und einen Tag später stand die gesamte Mannschaft von denen auf dem Platz und wollte Fotos machen. Also das war echt ganz lustig. Das hat so ein bisschen gegipfelt
gipfelt darin, dass wir alle, also der Sprinter, die Weitspringerin und ich, wir haben in einem Airbnb gewohnt, bei einer unheimlich netten Frau, mit der bin ich heute noch befreundet. Die fährt so einen 50er Jahre Eiscreme-Truck. Total geil für Events, Hochzeiten und sowas. Und die hat dann für mich so ein Dinner organisiert, wo auch der Trainer der Footballmannschaft da war und der Chef von der Uni und sowas. Und die haben mir dann vor Ort noch ein Angebot gemacht, dass ich doch bitte da bleiben soll. Also die waren wohl auch relativ begeistert von dem, was wir da gemacht haben. Sehr cool. Ja, sag mal, wir kommen mal so langsam in Richtung Ende. Du bist jetzt seit 2013, hast du gesagt, hast du deine Firma gegründet. Jetzt rückblickend, wir haben es ja gerade schon angesprochen, wie wichtig waren denn jetzt für dich eigentlich, wenn du es mal in die Waagschale legen müsstest, fotografisches Können oder das Netzwerken? Also, dass beides eine Rolle spielt, weiß ich auch. Aber ich kenne halt viele Fotografen, die es drauf haben, die relativ erfolglos sind, weil sie das Netzwerk nicht so drauf haben. Und dann kenne ich wieder andere, die okay fotografieren, aber ich sag mal, für die Art der Fotografie Wahnsinnserfolg haben. Die können einfach quasseln und netzwerken. Ja, ich finde auch, dass es, ich will nicht sagen fast wichtiger. Also ich denke, es ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Netzwerken, mit Menschen umgehen können und natürlich Qualität abliefern. Ne? Mhm. Also wenn du der beste Netzwerker bist, aber deine Fotos eben nicht einem gewissen Standard entsprechen, wirst du wahrscheinlich auch nicht erfolgreich sein. Wenn du aber es schaffst, deine Qualität mit deinem Netzwerk so ein bisschen zu verbinden, dann kriegst du es auch hin, wirklich in die größten Brands, in die größten Ligen dieser Welt und in die größten Hallen oder wie auch immer, oder wo auch immer du hin willst, da wirst du hinkommen. Ja. Wie gehst du da vor? Was heißt, gehst du vor? Wahrscheinlich hast du da keinen Plan, aber quatschst du sozusagen oder sprichst du denn darüber, ey, guck mal, ich bin Fotograf, würde mich da gerne mal vorstellen, oder also gehst du so richtig ins Outbound oder wartest du eigentlich immer, bis du angefragt wirst? Ich bin dafür, glaube ich, manchmal in manchen Situationen auch viel zu schüchtern, ehrlich gesagt. Das kann ich mir nicht vorstellen, mal dir ehrlich gesagt. Aber ja, gut. Doch. Das ist mir wieder so eine LA-Story. Die LA Clippers haben so eine Moderatorin und ich fand die total cool und wollte mit der shooten, als ich da war. Und dann stehe ich vor der Halle und die läuft an mir vorbei. Und ich dachte so, nee, ich laber die jetzt nicht voll, die ist am Telefon. So, ein Jahr später passiert genau das Gleiche und ich habe sie wieder nicht angesprochen. Also habe ich da irgendwann bei Instagram geschrieben und der ein Bild geschickt, also ey, hier ein Foto von dir. Und ab dem Moment haben wir uns dann vernünftig verstanden und dann haben wir miteinander geshootet und wir hatten in Ordnung. Aber ich glaube, das ist eher so der Weg, wie ich daran gehe. Also ich schicke den Leuten irgendwann Material oder zeige es denen, wenn ich was habe. Aber ich würde jetzt nicht irgendwem einfach so rennen und sagen, ey, übrigens, hallo, ich bin Fotograf, du brauchst jetzt Fotos, komm mal mit. Also, verstehe, okay. Sowas nicht. Es sei denn, man kennt jemanden irgendwie so über ein, zwei Ecken und sagt, hey, pass auf, hier, so und so sieht's aus. Ich bin jetzt Fotograf, wenn du was brauchst, sag mir einfach Bescheid. Aber ich würde mich, glaube ich, auch niemals so aufdrängen in dem Sinne. Also eher da lieber ein bisschen demütig bleiben und gucken, das was heißt, deine, aber das muss dann auch die Jobsituation ja auch hergeben, dass du so genug zu, immer noch genug zu tun hast, ohne dich permanent aufzudrängen. Ja, absolut. Also ich bin aber auch jemand, ich mache auch super viele Sachen einfach for free, weil ich Bock drauf habe. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwie mit Freundinnen, Freunden unterwegs bin und einfach ein bisschen sage, hey, lass mal ein Shooting machen. Also das sind ja auch meistens irgendwelche Schauspielerinnen, die in irgendwelchen kleinen Serien mitspielen oder sonst irgendwas. Dann würde ich dafür auch niemals Geld nehmen. Weil ich sage, komm, ich habe dich halt gefragt. Wenn ich dich frage, dann lass doch einfach machen und gucken. Das bringt ja beiden was. Ich finde mal, dass dieses Geldthema schon irgendwo herkommt. Also irgendwo kommt dann der Auftrag, der dir das Geld dafür wieder reinbringt. Also man muss ja auch erstmal sich so ein Portfolio erarbeiten, weißt du? Damit weiterzukommen. Ich stelle meinen Gästen zum Schluss immer noch die letzte Frage. Wenn du jetzt die letzten 10 Jahre Revue passieren lässt, aus welchem Fehler in der Rückschau hast du denn am meisten gelernt? Boah, es ist, glaube ich, so ein Fehler, den ich immer wieder mache und ja, das ist wirklich so. Und das ist einfach nicht immer hundertprozentig verbindlich zu sein. Also wenn ich mache dir das bis morgen fertig und dann wird es morgen nicht fertig, weil dann wieder irgendwas dazwischen kommt,
Das ist halt sowas, da reite ich mich auch heute noch immer mit in irgendwelche Probleme. Also das muss man definitiv anders machen und aufhören, aber manchmal kannst du. Dann hast du ja aber noch nicht daraus gelernt, mein Lieber. Ich habe manchmal gedacht, ich hätte daraus gelernt. Ja. Ich arbeite weiterhin dran. Also ich bin da ja auch nur ehrlich, aber das ist so ein Thema, ja, wo ich sage, boah. Nutzt du denn solche Tools wie Neurapix, also KI-Tools zum Nachbearbeiten gar nicht? Nee, also ich habe Lumina AI, ich glaube, das ist auch ja so ein bisschen KI-mäßig, benutze ich aber nur für Augen, ein bisschen Hautretuschen, wenn ich denn mal überhaupt darüber mache. Aber ansonsten bin ich eher noch so bei selber machen, weil dann entspricht dem, was ich eigentlich rausgebe. Ja, wobei es gibt mittlerweile KI-Systeme, Neurapix, mit denen arbeite ich, die sind so gut, dass du wirklich dir wahnsinnig Zeit abnimmst. Die haben wirklich, muss ich sagen, ich habe vorher Imagine AI, also ich will jetzt hier keine Werbung für irgendjemand machen, aber es gibt so Imagine AI, Neurapix für Deutschland und das ist wirklich in der Nachbearbeitung, da schickst du halt ein paar hundert Fotos, mittlerweile nur noch 500 Fotos irgendwie rüber und dann lernt die KI deinen Stil und das ist wirklich, also für, wenn geil. Du solche Sachen hast, wenn ich jetzt auf einer Veranstaltung bin und ich meine, mittlerweile geht das, musst du nicht mal mehr 3 Minuten warten, sondern es geht in dem Moment, bearbeitet die KI dein Bild komplett nach Sekunden und auf der Veranstaltung brauche ich nur die Bilder reinladen und habe sie sofort bearbeitet. Das ist schon, um dir den Tipp zu geben, Neurapix mit X hinten, da bist du relativ, dein Fehler relativ schnell los, sage ich jetzt mal. Wenn das ist gut zu wissen, das ist gut zu wissen. Ja. Also ich bin auch mittlerweile in Lightroom sehr, sehr schnell, aber Neurapix. Ja, cool. Das ist Neurapix ist letztlich, funktioniert als Lightroom-Plugin. Also das kannst du einfach dann installieren und dann, ja. Ja, mein Lieber, das war eine nette, kurzweilige Stunde mit dir. Bei dir ist jetzt wahrscheinlich 0 Uhr Mitternacht. Kommt langsam zur Ruhe. Du hast jetzt eine geruhsame Nacht. Wann geht's wieder nach Hause? Am Donnerstagmorgen direkt, so hier um 10.30 Uhr Ortszeit los ist Deutschland, 5.30 Uhr. Ja, in der Nacht quasi. Sehr gut. Ja, mein Lieber, dann Marc, ich wünsche dir alles Gute. Es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Vielen Dank für die Einblicke, vielen Dank für die kleinen Geschichten. Und ich hoffe sehr, dass wir uns mal über den Weg laufen. Ich mache relativ wenig im Sport. Von daher wird es wahrscheinlich nicht in irgendeiner Turnhalle oder in irgendeinem Sportplatz sein. Aber wer weiß, vielleicht beim nächsten Sony-Treffen irgendwo, die sind ja öfter mal in Köln. Dann sehr gerne. Ich nehme dich mit. Ich nehme dich mit zum Sport. Dann gehen wir zusammen Fußball fotografieren. Sehr gut, freue ich mich. Schreib mal. Danke dir. Vielen Dank. Danke, lieber Marc.